ja, Fernrohr und Nachsehen. Es schillert und glitzert ein bisschen. Du kannst kleine rote Blasen erkennen. Naja, was heißt klein? Sie sind ungefähr menschengroß. Und du zählst kurz, es sind 20, 30, 40, die zusammenkleben. So menschengroße Blasen, rotlich schimmern und ein bisschen Gezappel, was dazwischen zu sehen ist. Mal vom Achterdeck, auf dem ich vermutlich stand, nochmal hoch aufs Hüttendeck, wo ich Kohlrab vermute. Stelle mich irgendwie neben ihr, schaue, ob sie schon gesehen hat und reiche ihr erstmal wortlos das Fernrohr. Dann packe ich mir noch so ein Gott, ja, ist so ein Schiffsjungen und lass ihn nach bei mir holen. Herr Kapitän, Herr Kapitän! Was Wir ist werden los? angegriffen! Was? Der erste Offizier hat gesagt, wir werden angegriffen, glaube ich. Ich soll euch holen! Diamant, das macht die Rotzen fertig. Glaube ich? Selbstverständlich, Kapitän. Ich will da oben rumgehen, zum Deck. Zum Achterdeck. Ihr habt den Kapitän gehört. Ladet die Geschütze. Geschütze laden! Ja, Captain. Wir haben da was im Wasser. Was los? Was? Ach, dieser Schiffsjungen. Die sagten, wir werden angegriffen. Ich sehe kein Schiff. Seht ihr da hinten? Ah, Kohlrab war gerade das eine Fernrohr. Könnte ein Dämon sein. Könnte sonst was sein. Kohlrab, Meldung. Groß wie ein Oger, gepanzert wie ein Ritter. Zwei riesige Scheren, ein verflucht großes Beil als Waffe. Und aus den Stielaugen blickt dich sein bösartiger Geist an. Gut nur, dass sie langsam wie Krebse sind. Zitiert ihr gerade aus eurem Buch? Ihr habt das geschrieben, nicht wahr? Nein. Es sind Homeria. Nun, das wird unsere erste Beute für heute. Gut, dass die Geschütze schon fertig sind. Holt mir die Bramsegel ein! Heft das ganze Ding ein bisschen und haltet den Kahn gerade! Aviane, Einschlag 2 rechts. Einschlag 2, notiert. Schiffsjunge, zu mir. Wir werden angegriffen. Was soll ich tun? Gebt dem Geschützmeister ein Ziel vor. Geht unter Deck und sagt ihm Bescheid. Dort hinten ist das Ziel. Er läuft wieder los. Wir werden angegriffen. Unter Ich sprinte hinterher. Ich sehe nämlich schon, dass das nicht gut ausgeht. Ja, was ist denn das für ein Lärm? Boltax, du weißt doch, du sollst doch von Fremden keine Drogen nehmen. Wenn du Drogen willst, machst du das verantwortungsvoll über mich oder Zulamin. Ja, aber Adriano ist kein Fremder. Ich kenne ihn ja auch schon Ja, 2 Jahre. aber Adriano ist ein ziemlicher Idiot. Sonst würde dir sowas nämlich nicht geben. Richtig. Boltax, das Zeug ist saugefährlich. Zulamin, sag ihm, wie gefährlich das Zeug ist. Es hätte dich umbringen können. Und wir wissen jetzt noch nicht, ob du danach süchtig geworden bist. Außerdem hat's deinem Freund die Nase gebrochen und einige Zähne. Ui. Ja, Ja. so gefährlich sind Drogen. Als direkte Auswirkung. Ist der aufs Gesicht gefallen? Oh je, Der das ist tut mir leid für der ist in ihn. die Faust gefallen, das hast du gut bemerkt. Wie ein Schatten schält sich Macesca aus dem Teil der Krankenstube, beziehungsweise da, wo Boltax gerade liegt, wo auch immer sie hergekommen ist. Fim. Ja. Soll ich sie verbrennen? Was? Die Homeria. Oh, wir haben Freunde gefunden. Oh, ja, verbrennt die Homeria. Ich finde das eine gute Idee. Sie nickt. Wenn ihr vor den Geschützmeistern schießen könnt, tut es. Kommt zu Lamin, schauen wir uns seine Show an. Und Ich bin Rofi würde nach oben gespannt. laufen. Ja, Bulltax kommt dann auch mit. Lumin wirft einen etwas skeptischen Blick auf ihn, aber denkt sich dann, wenigstens haben wir ihn im Auge. Ihr trefft noch Jordan auf der Treppe, der sich an euch vorbeizwängt, einem purzelnden Schiffsjungen hinterher. Oh, Jalan, schön dich zu sehen. Ja, nicht jetzt, nicht jetzt, keine Zeit. Wir verbrennen Numeria. Wusstest du das? Hervorragend. Er ist in der Treppe schon runter, bevor er stehen bleibt und sich denkt, was? Und dann seid ihr schon weg. Derweil Haswolf hat sich auch an die Brücke gestellt, guckt nach draußen auf die See, von wo auch es kommt. Wenn ihr mit dem Südweiser mal testet, ihr habt ja auch verschiedene Südweiser dabei, also Diamantis hat einen, auch wenn er gerade im Unterdeck bei den Geschützkanonieren steht. Aber die Gefahr kommt wohl aus dem Osten.
treibt wohl mit der Meeresströmung und auf euch zu. Solanfana, zu mir! Ja, es gibt schwere Stiefel, die sich dir nähern, und dann stehen 25 Dukatengardisten vor dir. Heute schlachten wir Humeria. Hey, hier, Mittelreiche, schick mal nach den Trollzackern. Ich bull hier nicht übers ganze Schiff. Jawohl, Herr Offizier. Und einer von der leichten Infanterie wird dann ebenso nach unten gehen und mehrere von den Trollzackern holen. König! Ja. Humeria, große Viecher, keine Ahnung, aber mir, was sind Humeria? Krebse. Kreaturen des Meeres. Krebse, große Krebse. Was sind Krebse? Die Panzer. Viecher da draußen. Die sind schwer gepanzert und sehr gefährlich. Bleibt aus ihrem Klauen fern. Können wir neue Rüstung kriegen? Dafür ist keine Zeit. Aber kriegen wir bestimmt hin. Sind sie wie Bergziegen? Nein. Nein. Wie Bären. Große Bären. Höhlenbären oder Gebirgsbären? Bisschen von beiden, aber mit großen Scheren. Siehst du gleich. König. Warum feuern die Geschütze noch nicht? Wir brauchen noch ein bisschen Kapitän. Maulwürfe, besetzt 5 der schweren Rotzen. Eine Sekunde. Nebelklang, ich will 7 eurer Männer haben, am Harpunal. Ich schieße selber. Das sind noch viel zu viele Offiziere. Warum schießen wir mit Kanonen? Das verstehe ich nicht. Weil das der Befehl war und wir nur schwere Rotzen auf dem Schiff haben. Das sind ja die einzigen, die bisher noch aufgebaut wurden, richtig? Ja, die Listen sind, glaube ich, noch nicht montiert. Eisenkugeln laden oder Brandmunition? Brandmunition auf dem Wasser? Zuck mit den Schultern. Keine Ahnung, wieso nicht? Haben wir Streukugeln? Muss ich nachgucken. Keine Kettengeschosse. Dann guck mal nach. Jawohl. Alias, lauf los. Unsere Mannschaft wirkt ja schon sehr koordiniert. Monterey, warum schießen die nicht? Habt ihr das Ziel gesehen? Gib mir die Gradzahlen durch. Wir sehen das Ziel hier unten nicht. Ich gebe ihm an die Klappe. Seht ihr? Da, rechterseits raus. Was sind das? 80 oder so. Also rechterseits. Steuerbords natürlich. Aha. Ja, währenddessen humpelt Hasswolf die Treppen nach unten in deine Richtung, weil ansonsten wohl niemand auf dem Achterdeck steht. Abelmir ist da. Abelmir ist da? Abelmir ist da. Ich bin nur beim Steuer. Gut. Von aus. Captain, das Hüttendeck, aber kleiner Unterschied. Captain, warum wollen wir schwere Geschütze dafür benutzen? Habt ihr eine bessere Idee? Wir stechen sie ab. Nun, das sind doch Leiche. Die kommen aus Janka. Was sind Leiche? Fischleich, Mann. Dann sprecht in vernünftigen Ton, dass ich euch verstehen kann. Mann, die entwickeln sich noch. Fahren wir einfach ran, du wirst es sehen. Vor denen droht keine Gefahr. Leichte Ziele. Verschwindet keine Eisenkugeln, das bringt überhaupt nichts. Wir schießen auf Wasser. Korab sagt der Sonne, Humeria. Ja, aber leicht. Du wirst es gleich sehen. Schiffsjunge zu mir. Wir werden angegriffen, Kapitän. Schnauze. Geh unter Deck und sag, sie sollen das Feuer fürs Halten. Feuer halten. Kein Feuer. Verstanden? Kein Feuer an Bord. Er läuft runter. Ihr sollt kein Feuer anzünden, kommt er dann zu euch. Oh Gott. Kein Feuer anzünden? Nein, kein Feuer. Wo? Es hat der Kapitän kein gesagt. Feuer gesagt. Kein Feuer, nein. Ja, der Junge fängt sich einer. Au, wir werden angegriffen. Feuer halten. Feuer halten? Feuer halten. Okay, welches soll ich nehmen? Oh, der Junge kriegt wieder eine gewartet. Au! Geh wieder über Deck. Ja. Soll ich dem Kapitän was melden? Lass gut sein, ich komme mit. Keine Meldung.
Keine Meldung. Er läuft nach oben und ruft, keine Meldung. Ich blick Monterey nochmal an, rolle mit den Augen und geh weg. Rafim! Ja? Stell die Truppen auf! Die sind bereit, wir warten ja, nur, aber... Wie das etwas funktioniert. Nein, es sind wohl Leiche, was... Komische Kröten oder... Keine Ahnung. Captain, haben wir lange Spieße an Bord? Lange Spieße, Mann! Dann... Haben wir sowas gekauft? Proviantmeister, Spieße? Was sagt ihr denn, Herr Zaubern? Sollen wir sie flambieren? Warte erstmal ab, spart eure Kräfte. Proviantmeister, hol die Spieße! Ich hab keine Spieße, Mann! Oh, was ist denn für Güte. Spieße? Meinst du eine Gabel? Nimm die Harpunen, Mann! Welche Harpunen denn? Wir haben keine! Sowas haben wir nicht gekauft! Natürlich haben wir welche! Okay, ich lauf los! Das ist nicht gut. Wir werden noch viel üben müssen. Gemacht. Ja, dann du hast ein bisschen Wind aus den Segeln rausnehmen lassen, derweil könnt ihr euch alle vom Achterdeck aus ansehen, welche rote Flut da auf euch zukommt bzw. treibt. Denn je näher ihr kommt und wenn ihr die Fernrohre weitergebt, könnt ihr es tatsächlich erkennen. Es sind menschengroße Blasen, allerdings befinden sich keine Menschen darin, sondern eben die gepanzerten Krieger, die Ritter zu Wasser, die allerdings immer noch eingeschlossen in die Blasen sind und sich nicht bewegen, außer kurze Stöße, als ob sie noch in so etwas wie einer Geburtsblase liegen. Tatsächlich ist es laich und die Bewegung, die sich neben der Wasserfläche tummelt, das sind einige zahlreiche rote Fische, Homeria-Fische, irgendwie so etwas, die neben ihnen, unter ihnen, überall herum wühlen und so ein bisschen versuchen, Futter zu sich besorgen. Nur zu meinem Verständnis, wie groß ist diese Fläche? Wie viele sind das? Also ihr zählt kurz und nach, es sind so 40, 50 Homeria, die in Blase an Blase an Blase nebeneinander treiben, die immer noch miteinander verbunden sind und als würden sich immer noch in so einer Art Wachstum befinden. Okay. So Captain, wie Froschleich. Folgende Optionen. Entweder wir benutzen die jetzt als Zielübung, wir flammen sie ab oder wir gehen. Wir sollten uns nicht auf einen Nahkampf mit den Viechern einlassen. Am Ende haben wir sie unter Deck und dann ist die Suppe da. Ich bin fürs Abflammen. Wir sollten einen Feuertopf benutzen, vielleicht. Ich trete von unter Deck oben aufs Achterdeck. Kapitän, was ist hier los? Die Befehle unten sind kommen nicht richtig an. Ja, daran müssen wir arbeiten. Seht ihr sie leicht dort? Meint ihr, ihr könntet mit einem Feuergeschoss sie zerstören? Großflächig? Ja, das ist das Ziel. Leicht. Nun, egal mit was wir schießen, es wird daran nicht aufgehen. Unsere Feuermunition, Brandölmunition, dient dazu, an hartner Ebene aufzuplatzen. Nicht an, was ist das? Simon hat recht, Captain. Es ist kein Hylaya-Feuer. Sowas will ich an Bord nicht haben. Wir haben alle Zeit der Welt. Aber wir müssen sie auf alle Fälle vernichten. Sonst werden sie die blutige Seeweite verschmutzen. Monterey, gebt ihnen erstmal zwei Salven. Wir werden sehen, was wir dann sehen. Darf mir jemand die Magier herbei? Wir sind hier. Zwei Salven Stahlkugeln? Wir haben nicht mal Streumunition. Nun, ihr wollt doch wohl sehen, wie eure Leute treffen können, oder? Seht das als wertvolle Übung. Gut, Frag die Maulwurf, ob sie Bogenschützen oder Batterieschützen haben. Die mit Armbrüsten umgehen können. Warum denn das jetzt schon wieder? Nun ja, wir wollen die fernhalten, wenn es geht. Macht euch darum keine Sorgen. Der Wind ist gut, wir haben genug Abstand und Geschwindigkeit. Wir brauchen auf alle Fälle Hakenspieße, wenn wir das nächste Mal im Hafen sind. Wir haben genug Zeit, sagt ihr? Ja. Nun, dann die Männer die Hornissen aufbauen. Mit denen könnten wir schießen. Heft die Segel komplett! Wir bleiben hier liegen! Warum schießen wir denn jetzt mit was auf sie? Nochmal für mich. Damit ihr sehen können, ob die Mannschaft zielen kann. Kapitän, ich kann sie hier und jetzt verbrennen. Dafür wurde ich heimgerufen. Auf die Entfernung? Ich bin Fernmagierin. Ihr nicht? Nun, dann will ich eure Leistung nicht sehen. Feuer frei. Feuer frei.
Derweil verschränkt sie ihre Hände zu einer großen Kugel hinter ihrem Rücken und die Kugel wird größer und größer. Du siehst, wie ein gewaltiger Feuerball in ihren Händen entsteht. Es stinkt nach menschlichem Fleisch und ein gewaltiger Ignisfero, der von ihren Händen ausgeht und auf das Herz dieses großen, ja, Laichballens zuschwebt. Es gab eine große Explosion und es stinkt ekelhaft nach Fisch. Ja, ungefähr, du würdest sagen, 10, 15 von den Homeria-Blasen sind aufgeplatzt und die toten, schwelenden Körper sinken langsam nach unten. Guter Schuss. Mit einem Dämon. Ich habe nicht so viel versprochen, Rafim. Mit einem Dämon wäre es sicherlich noch einfacher. Wir zaubern nicht mit Dämonen und wir handeln nicht mit Dämonen. Das sollt ihr euch merken. Im Seekrieg sind alle Mittel erlaubt. Nicht auf diesem Schiff. Sie nickt. Aber wir danken für euren Einsatz, meine Dame. Diamantis, baut die Hornissen auf. Hi, Kapitän. Wird sich wieder unter Deck geben. Ja. Baut die Hornissen auf. Wird weitergegeben. Ja. Weiteres Gerappel, irgendwelche Leute, die vom Magazin Kabelkart Ankerspill in Richtung Oberdeck laufen, Hauptdeck und dann zum Vorderkastell und dann werden nach und nach die Hornissen aufgebaut. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Ich auch. Wie weit sind wir weg? Ja, mittlerweile würdest du sagen 50 Schritt. Okay, dann sind wir nämlich gerade auf Maximalreichweite der Hornissen. Gut. Ja, 50 Schritt. Dann warte ich einfach ab. Genau, also ihr habt die Segel rausgenommen, sie treiben noch langsam auf euch zu. Also du würdest sagen, die werden in 2-3 Minuten werden die ersten Blasen bei euch anstoßen. Ich scheuche mal, wenn irgendwelche Mannschafter meinen, sie müssten sich irgendwie unten, also wir müssen irgendwie runterklettern und Pause machen, welche wieder hochscheuchen. Hier weg können, falls es darauf ankommt, aber ansonsten lasse ich die anderen mal machen. Ja, die Hornissen werden aufgebaut und du bist der Meinung, wird vor allem Diamantes wird dann die ganzen abnehmen und die ersten Speere können eingeladen werden. Wir stehen auf einer schlechten Distanz für die Hornissen. Ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Das ist 5 Maximaldistanz. Wollt ihr selber schießen oder sollen wir? Ich bin nicht derjenige, der sich hier beweisen muss. Okay, da habt ihr recht. Dann wird er selber einmal würfeln. Auf Belagerungswaffen. Und zu deinem großen Entsetzen kannst du sehen, wie er... Das Ziel ist ziemlich groß und er hat in die Mitte gezielt, aber an der Stelle sind wohl schon die Degnisvero schon eingeschlagen, sodass der Speer hoffnungslos in der blutigen See versinkt. Genau auf die Mitte gezielt. Ich sehe es jetzt gerade, da ist gar nichts mehr. Verzeihung, genau, Herr Montrey. Zweiter Versuch. Ladet die Geschütze. Sie kommen näher. Ladet die Hornissen. Laden! Kurze Zeit später ein weiterer Schuss. Und er trifft. Zwei Blasen, die sich wohl miteinander verkeilt haben. Es knallt einmal und die Blase wird aufgestochen und zwei weitere Homeria, die nach unten sinken. Guter Anfang. Jetzt getroffen. 5 zugleich. 5 zugleich? Okay, okay. Würfel mal auf Seefahrt. Lehren, Kriegskunst, ja, Seefahrt. Nur Kriegskunst. Okay. Lehren wäre auch gut. Seegefechter, Spezialisierung? Seegefechter, ja, klar. Ja. Auch wenn es kein natürlich richtig großes Seegefecht ist, aber an sich geht es genau darum. Wissen war das, ne? Ja. So. Spezialisierung ist nicht eingetragen, kommt aber noch rauf. Für was hat man den dann? Ich gebe mal meinen Schicksalspunkt aus. Du kannst entweder den ganzen Wurf neu würfeln oder einen Würfel raus. Ich gebe den ganzen Wurf. Ja, 20-19 macht das keinen Sinn. Und das ist wesentlich besser. 11 Punkte mit der Spezialisierung. Ihr habt Monterey gehört, los geht's. Steckt rein, zieht, spannt, Schuss. Zieht, spannt, Schuss. Und es klackt, es klackt, es klackt und zahlreiche Speere, die sich in der rot glitzernden Flut dann versinken und zahlreiche Homeria in Richtung Abgrund schicken. Haswolf nickt grimmig. Das sieht ganz gut aus. Ich bin zufrieden mit verschränkten Armen, dem habe mir. Seht ihr, es war eine sich lohnenswerte Investition. Ja. Und ihr wolltet mir erklären, es wäre zu teuer, 10 Hornissen zu beschaffen.
zu teuer nicht, aber die Mannschaft muss noch gründlicher gedrillt werden. Das Problem ist, das bringt nichts. Weißwaffen, ja, das wohl. Was meint ihr? Diese rote Flut wird immer mal wieder ausgestoßen. Kommt von Janka. Der Malma brütet sie aus. Humeria kommen von Malman? Dieser Malma ist ein besonderes Exemplar. Ja, er brütet. Aber er ist ein Malma. Er ist ein Malma. Das ist nichts anderes als ein Humeria, nur dass er gewaltig ist. Die kleinen Malma sind etwa so groß wie dieses Schiff. Sie zerdrücken sie. Aber der Malma von Janka ist noch größer. Davon habe ich gehört. Der soll angeblich so fett sein, dass er nicht mehr aus dem Hafen rauskommt. Er sitzt dort, direkt unter, wahrscheinlich an der Pforte des Grauens. Und bisher hat niemand etwas dagegen unternommen? Nein, niemand. Ich glaube, das Königspaar hat es versucht, aber sind gescheitert. Die Drachen von Janka sind an der Orte Jaskau, die da sitzt, aber auch sie haben es nicht geschafft. Sind Freunde von mir. Nun, ich denke, das wird die erste Feuerprobe für dieses Schiff werden. Warte, den Malma? Wieso nicht? Wir schulden dem Königshaus eine Menge. Nun, dann wird das nächste Ziel Janka werden, ja? Zunächst einmal zurück nach Zorgon. Wir sollten mit dem Schar reden. Er wird mehr wissen. Oh ja, stimmt. Wir haben ja heute noch eine Verabredung. Bin aber sehr unzufrieden, wie das hier läuft. Zwar sind die Offiziere geschult darin, was sie tun, aber diese Mannschaft spuckt da mal aus. Hier passiert überhaupt nichts. Das ist scheiße. Es ist eure Aufgabe, ihnen zu helfen, besser zu werden. Kritisiert sie nicht, verbessert sie, lehrt sie, weist sie an. Eure Aufgabe. Das wird viel Zeit brauchen, Captain. Was ist eigentlich aus dem Eferdi geworden? Er hat ein Duell verloren. Er hat zuerst geschossen. Ja, der, richtig. Zuckt mit den Schultern, deutet auf seinen immer noch blutenden Bauch. Es interessiert mich nicht, was ihr mit Eferdis anstellt. Ihr kümmert euch um das Schiff und die Besatzung. Was, Wolf? Habt ihr das verstanden? So verstanden, Captain. Gut. Was, Wolf, wenn wir wieder in Zorgan sind, möchte ich, dass ihr an Bord bleibt. Ich will euch nicht bestrafen, aber ich möchte Reibereien mit der Effektkirche vermeiden. Bestrafen wofür? Deswegen. Ich wollte nur sicherstellen, dass ihr dies nicht als euch auffasst. Ich habe nichts falsch gemacht. Ich weiß, aber du weißt ganz genauso gut wie ich, dass die Effert-Brüder unbequem werden könnten. Ja, sie sind launisch. Sie haben sich selbst nicht unter Kontrolle. Die Drachen von Janka können auch ungemütlich werden. Das ich weiß, dass du vor nichts Angst hast, aber wir haben weder die Zeit noch die Mühe, um unseren kleinen Krieg mit der Effertkirche in Zorgon zu liefern. Hm? Abenteuer. Abenteuer gibt's hier auf See. Gut. Setzt volles Zeug! Halst mir den Kahn! Wir wollen zurück! Ich finde es keine gute Idee, dass wir uns als Drachentöter mit den Drachen von Janka zusammentun. Das passt doch nicht. So wie ich höre, gibt es von dieser Art eines gekommen noch welche. Außerdem ja, vielleicht können wir sie überzeugen. Außerdem meinen sie mit Drachen bestimmt ihre Schiffe und keine richtigen Drachen. Mach das trotzdem nicht. Voltax, kannst du mir einen kleinen Gefallen tun? Ja, es kommt darauf an, welchen. Ich brauche so in, sagen wir, einer Viertelstunde zwei Handbreit Wasser im Urlaubdeck. Kriegst du das hin? Ja, ich kann Luftfeuchtigkeit dort abregnen lassen. Gut. Dürfte bestimmt zwei Handbreit Wasser erzeugen. Ich denke, die Mannschaft freut sich gerade auf eine ruhige Rückreise. Es wird Zeit, ihr ein wenig Feuer unterm Hintern zu machen. Wirklich nach vorne, vom Hüttendeck aufs Achterdeck runter. Such mir eine schöne freie Stelle, an der niemand ist. Und schmeiß in die Ecke einen Granatapfel. Dann rufe ich laut: Feuer an Deck! Einmal Kette bilden! Nach Masterordnung! Ja, Haswolf hat das gesehen, nickt dir grimmig zu. Feuerrollen einnehmen! Chaos bricht aus. Währenddessen gehe ich nach unten unter Deck, wie er dann mich angewiesen hat, werde ich dort dann einmal die Macht über den Regen wirken. Schauen wir mal. Wow. Ich wollte eigentlich drei würfeln.
Das sieht gut aus. Ich kann auch eins davon mit der 13 ersetzen, das ist egal. Durch die Kraft dieses Rituals wird die gesamte Luftfeuchtigkeit im Sichtbereich des Ringträgers zum Abregnen gebracht. Das entspricht bei klarem Wetter einem Kegel mit einer Länge von bis zu 1,5 Meilen. Der Regen fällt senkrecht zur Erde und zwar umso schneller und je heftiger, je höher die RKP-Sterne ausgefallen sind, in meinem Fall 15. Dadurch können je nach Klima bisweilen wahre Sturzbäche oder aber auch schwere Hagelschauer entstehen. Mit diesem Zauber können auch herannahende Gewitterwände vorzeitig unschädlich gemacht werden. Es ist allerdings nur möglich, existierende Luftfeuchtigkeit zu beherrschen. Eine Regenbeschwörung in der Kohmwüste ist also mit diesem Zauber nicht machbar. Über die Ausmaße und regeltechnischen Auswirkungen von Sichtbehinderung, Wasserschaden und ähnlichem, sowohl Schadenspunkte als auch Gewandtheitsproben sind denkbar, entscheidet der Meister nach verfügbarer Wassermenge und RKP-Stern. Wassereinbruch unter Deck! Wir sind gleich geschlagen! Wasser unter Deck! Bemannt die Pumpe! Handwerker, findet mir das Ding und macht's zu! Feuer in den Segeln! Ich würde mich währenddessen mal ganz ruhig an Abel mir wenden. Kapitän, habt ihr eine Sekunde? Natürlich, für euch immer. Ich würde gerne die Alanfahner in 3 Schichten einteilen und als Wachposten vor unseren Kabinen und wichtigen Dingen an Bord platzieren. Habt ihr was dagegen? Nein. Tut, was ihr wollt. Wunderbar, ich wollte euch nur fragen. Ist ja auch euer Schiff. Währenddessen eurer Mannschaft. Wenn jetzt das Segel irgendwie Feuer fängt, gehe ich zu entweder Kohlrab oder Gott, wie heißt die Alanfahnerin? Stimme ich so neben mir. Ah, diese Leute. Meldet ihr die Güte, das zu löschen? Kohlrab, schaut dich an. Die Granate habt ihr geworfen. Dann löscht ihr. Kohlrab, das ist dein Befehl. Sie schaut dich an. Und wirkt dann einen Zauber, den du nicht kennst, woraufhin die Flammen, so wie sie sind, gefrieren. Sie sind immer noch da. Sie sind nicht zu Eis geworden, aber sie sind in der Zeit angehalten. So ein bisschen wie bei Boltax Stillstandszauber. Sie schaut dich an. Das reicht. Ich rufe nochmal runter. Effert würde weinen, aber selbst das würde noch mehr Wasser vom Himmel schmeißen, als sie herumbringt. Macht das endlich aus! Ja, unter Deck regnet es. Wasser, was da irgendwie zusammenläuft. Irgendwelche Kisten, die nicht gesichert worden sind und herumschwappen. Derweil kommt Canisitiana zu Abelmir auf das Achterdeck mit verschränkten Händen. Seine Tasche mit den Kräutern dann immer noch bei sich, presst sie an seine Seite. Verzeiht der Kapitän, aber ich würde ganz gerne eure Tagebücher lesen. Nicht jetzt. Seht ihr nicht, was hier los ist? Das Schiff brennt. Geht unter Deck oder löscht das Feuer. Habt ihr eine Mittel dafür? Im Labor. Nehmt Sand. Es hilft. Löscht Sand, jawohl. Wasser im Unterdeck, los, kommt! Eimerkette, schnell! Eimerkette bildet, Feuerrollen einnehmen!